Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Far Cry 5 Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Vector 45 ACP Classic bekommt. Diese Waffe steht den meisten Far Cry 5 Spielern derzeit nicht zur Verfügung, allerdings ist sie im Spiel. Und ich zeige euch, wie auch ihr diese Waffe in nur ein paar Schritten spielen könnt. Falls euch das Video gefällt, lasst doch ein Like da und falls euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Okay, soviel dazu, in diesem Sinne viel Spaß beim Video und let's go! Die Vector 45 ACP Classic war eigentlich ganz normal in Far Cry 5 enthalten, allerdings wurde sie mit dem Day One Patch wieder aus dem Spiel genommen. Wahrscheinlich damit Ubisoft sie in einem der angekündigten Community Events wieder einfügen kann. Also wenn ihr das Video etwas später seht, kann es sein, dass es die Waffe schon längst ganz normal im Spiel zu kaufen gibt. Allerdings gibt es sie zurzeit nicht im Spiel und wie schon vor dem Intro erwähnt, gibt es eine Möglichkeit an diese Waffe zu kommen. Die ist den Aufwand auf jeden Fall wert, da sie mit Abstand die beste Maschinenpistole im Spiel ist. Sie ist extrem stark und dazu auch noch ziemlich präzise. Wer Far Cry schon länger kennt, weiß auch, dass es diese Waffe in vorherigen Teilen gab, wie zum Beispiel Far Cry 3 und auch in Far Cry 4. Okay, kommen wir nun zu den Schritten, die ihr befolgen müsst, um die Vector zu bekommen. Im ersten Schritt müsst ihr das Spiel deinstallieren. Dabei löscht ihr nicht euren Spielstand, da der in der Cloud gespeichert ist. Falls ihr besondere Speichermedien verwendet, solltet ihr euch vielleicht vorher lieber nochmal erkundigen. Generell ist es immer am sichersten, euren Spielstand nochmal extern abzuspeichern. Allerdings hat es bei mir perfekt geklappt und ich nutze kein externes Speichermedium. Ich speichere das Ganze ganz normal auf der PS4. In Schritt 2 müsst ihr das Internet deaktivieren. Dabei ist es egal, ob ihr den Router ausschaltet oder einfach in den Einstellungen die Internetverbindung ausschaltet. Schritt Nummer 3 ist dann das Spiel mit der Installationsdisk zu installieren. Wichtig ist dabei, dass die Internetverbindung ausgeschaltet bleibt. Auf dieser Disk befindet sich nämlich die erste Version ohne jegliche Updates, in der die Vector eben noch enthalten war. Also, falls ihr das Spiel digital erworben habt, funktioniert es bei euch leider nicht, da ihr beim Runterladen direkt alle Updates mit herunterladet. Sobald das Spiel installiert ist, öffnet ihr in Schritt 4 ganz normal euren Spielstand und wenn ihr dann gespawnt seid, könnt ihr auch das Internet wieder aktivieren. Schritt 5 ist jetzt zu einem Waffenladen zu gehen und dort geht ihr zunächst auf den Punkt Kleidung. Hier sind jetzt zwei neue Outfits, einmal das Flammenwerfer-Outfit und das Far Cry Primal-Outfit. Ihr müsst jetzt das Flammenwerfer-Outfit anlegen, das ist extrem wichtig, dann könnt ihr den Laden wieder verlassen. Sobald ihr den Laden verlassen habt, sprecht ihr am besten mit einem NPC, denn dabei wird meistens das Spiel gespeichert. Zur Sicherheit könnt ihr es nochmal extern speichern. Jetzt beendet ihr das Spiel und ladet das neueste Update runter. Dann startet ihr das Spiel und könnt euch im Waffenladen ganz normal die Vector 45 ACP Classic kaufen. Ich habe das Ganze selber ausprobiert und bei mir lief alles glatt. Okay, dann wünsche ich euch gutes Gelingen und viel Spaß mit der Vector. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Ciao.